Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Lichtervideo. Schaut euch an, was ich hier habe. Das ist eine riesen Kabeltrommel mit Hunderten von LEDs. Ich muss da mal schauen, das geht in die Tausende rein. Ja, das ist eine Lichterkette für den Außenbereich. Ihr seht das. Das sind so ganz winzig kleine LEDs. Hier haben wir so einen ganz normalen, üblichen Stecker. Und steht hier was drauf, IP44, also dass das für den Außenbereich ist und nicht für den Weihnachtsbaum, das versteht sich von selbst. Und wer ein bisschen was über diese Lichter hier erfahren möchte, Spezifikation und auch wie sie dann im Endeffekt aussehen, wie die ganzen einzelnen Modis aussehen, der kann gerne dranbleiben. Weiter geht's nach einem kurzen Intro. Ja, die Trommel habt ihr jetzt schon gesehen und ich würde sagen, wir schwenken mal auf den Karton und dann erkläre ich euch, was da für Daten vorhanden sind, beziehungsweise wie lang diese ganzen LED-Lichter sind, also das Kabel. Man sieht das hier auf der Produktverpackung schon. Also wir haben ein warmweißes Licht, ist hier für Innen und Außen geeignet. Ich muss jetzt einfach mal schauen, hier noch zusätzlich auf der Homepage. Stolze 66,99 gibt es in der 50 Meter Variante und es gibt noch eine 25 Meter Variante mit 1000 LEDs, die kostet 45,99, die hat jetzt hier 2000, seht ihr hier unten, den Link packe ich unten in die Beschreibung, da könnt ihr mal schauen und könnt vergleichen. Auf Amazon gibt es hier 479 Bewertungen, auch wieder mit 4,5 Sternen. Ich denke, das ist meine Einschätzung bei Lichtern, die hier ja auch in China, das ist ja alles China-Produktion hergestellt sind, gab es bis dato bei mir noch keine Probleme. Also ich benutze die auch schon länger. Die sind qualitativ immer in einem guten Rahmen. Ja, dann haben wir hier eigentlich nichts mehr auf der Verpackung. Was haben wir auf der Rückseite? Dasselbe. Hier, ich gehe mal wieder hoch. Auf der Seite haben wir noch die Länge. Da brauche ich einfach nicht auf die Produktseite schauen. Wir haben hier 50 Meter, also 164 Fuß. Und 3 Meter Zuleitung und dann haben wir hier 30 Volt, 6 Watt und das war's. Was haben wir hier noch? Hier steht einer in der Provinz China. Es gibt aber auch eine Vertretung in Holzgerlingen. Ja, also das ist hier von, jetzt muss ich nochmal schauen, ich kann mir die Namen nicht so recht behalten, Avoalre. Ja, dann weiß ich gar nicht, was ich noch erzählen soll. Und zwar IP44 wasserdicht. Ihr müsst natürlich immer schauen, wo ihr diesen Stecker hier hin macht. Ja? Wenn man den jetzt natürlich irgendwo weiter unten platziert und da regnet es, es bildet sich eine Pfütze, dann ist irgendwann auch der Ofen aus. Der hat hier auch immer wieder, ihr könnt das nicht sehen, jetzt halte ich es mal wieder hoch, so einen Stecker mit einem Gummi und dann steckt ihr den hier rein. Ich glaube auch, dass man diese untereinander wechseln kann. Habt ihr jetzt zum Beispiel eine Lichterkette, wo jetzt die Lichterkette an sich kaputt ist, vergleicht da einfach mal hier diese Leistungsdaten, die sind in der Regel gleich und da könnt ihr den hier draufstecken und dann habt ihr das auch wieder. Ja, dann schaue ich mal, wo ich diese Lichter aufhänge. Ich werde das jetzt nicht komplett aufrollen, weil das sind 50 Meter. Das ist ja Wahnsinn, 2000 LEDs. Die Kinder haben schon gefragt, ob das die neue Weihnachtsbaumbeleuchtung ist, aber ich glaube, da sieht man die Äste nicht mehr. Ja, dann schauen wir uns die einzelnen Modis an. Die werden hier einfach nur durchgedrückt und ja, bis gleich. Auch hier, bevor ich es vergesse, es ist natürlich auch noch eine Anleitung mit dabei. Ja, das ist in Englisch und in Deutsch und in Französisch. Da könnt ihr einfach so ein paar Spezifikationen, ein paar Eigenschaften ablesen. Minus 10 Grad bis plus 50, so wie das aussieht. Also für Frost ist es auch nichts, aber ich habe die auch schon bei minus 15 draußen gehabt. Da passiert normal nichts. Und wir haben von diesen weißen Kabelbindern 2, 4, 6, 8, ich denke mal so 20, 25 Stück werden das sein. Das sind diese Billigheimer Kabelbinder. Müsst ihr mal schauen. Am besten ist, wenn man die sich irgendwo drüber wickelt oder vielleicht auch mit so einer Tackerpistole. Die ist auch nicht schlecht, wenn man Holz als Untergrund hat, festtackert und die kann man dann auch wieder lösen. Packe ich euch auch mal unten in die Beschreibung mit rein. Solche Tacker, die sind wirklich gut. Das erinnert dann an, ich glaube, fröhliche Weihnachten. Chevy Chase, ne? Wer kennt das noch? Diese ganzen Lichter auf dem Dach und dann war es zum Schluss nur die eine Verlängerung. Ja, wie gesagt, Lichtertest. Ich habe euch jetzt hier mal die Lichter ausgebreitet. Wie ihr sehen könnt, hier oben links am Rand, da ist noch ein bisschen was übrig. Also da sind noch ein paar Meter. Ich habe jetzt vorneweg vielleicht etwas mehr als die Hälfte hier auf dem Bett ausgeteilt. Also ich denke mal so 70%. Und ja, der Film, den ich erwähnt habe, das war Chevy Chase' Schöne Bescherung. Ist ein Klassiker, gucke ich jedes Jahr wieder.
erneut und ist immer total lustig. Aber wie gesagt, wenn man die hier anbringt, die lassen sich unheimlich leicht aufrollen und abrollen. Das habe ich gerade getestet. Am besten unbedingt so einen Tacker hier nehmen und dann, wie gesagt, die einzeln irgendwo festtackern. Das kann man dann auch wieder leicht lösen mit einem kleinen Schraubendreher. Und wir probieren jetzt die 8 verschiedene Modifikationen aus. Also 8 stehen da. Und ich habe jetzt den Dauermodus. Das ist jetzt der Nummer 1. Dann haben wir hier Nummer 2. Ja, das ist so ein abwechselndes Blinken, also an und aus. Und das wechselt auch die Geschwindigkeit. Soweit ich das jetzt erkennen kann, sind das 3 Geschwindigkeitsstufen, wo nacheinander abgespielt werden. Dann haben wir die Nummer 3. Das ist ein bisschen schneller, ist auch wieder dieser Wechsel. Ich erkenne jetzt hier nicht so viel Unterschiede, aber das ist wie bei dem Sternenvorhang. Ich denke, dass sich einfach der Charakter ein bisschen ändert oder wechselt, aber die auch eine gewisse Ähnlichkeit haben. Dann haben wir hier die Nummer 4. Das sind diese wechselnden, blinkenden Lichter. Das ist auch ganz toll, wenn die jetzt zum Beispiel komplett um das Haus rum sind. Und da macht das wirklich auch einen schönen Eindruck, auch von der Ferne her. Dann haben wir hier die Nummer 5. Das ist ja genau Fade in, Fade out. Das hatte ich bei dem Sternenvorhang auch, nicht Vorgang, Vorhang auch. Und die gehen dann ganz kurz komplett aus, gehen aber dann wieder leicht an oder auch wieder hell und gehen dann runter. Also das sind so Wechseln. Dann haben wir Nummer 6. Das ist wie gesagt ein Wechsel mit einem Blinken, auch was Schönes. Das ist dann eher für so ein bisschen Party. Wenn man das vor dem Fenster hat, ist es wahrscheinlich nicht ganz so gut, weil es dann dementsprechend auch ein bisschen nervt. Dann haben wir hier die Nummer 7. Was haben wir bei der Nummer 7? Das ist jetzt auch wieder ein Ausblenden und Einblenden, wahrscheinlich in einer anderen Geschwindigkeitsstufe. Und jetzt müssten wir mit der Nummer 8 wieder. Ah, jetzt haben wir hier nochmal ein schnelles Blinken. Ich habe gedacht, wir sind dann bei der 8 jetzt wieder von vorne. Aber nein, wir haben ja praktisch die 1 bis 8 und jetzt bei der 9 müssten wir wieder beim Dauerlicht sein. Genau so sieht es aus. Also, das waren jetzt die 8 verschiedenen Einstellungen, die man vornehmen kann. Es gibt keine Fernbedienung, ist ja nicht da. Das heißt, man muss immer bei dem IP44-Stecker hier, muss man durchdrücken. Und ja, mit einer Zeitschaltuhr speichert der sich auch, soweit ich weiß, das Letzte. Wir probieren das mal ganz kurz aus. Wir haben jetzt hier dieses Wechselnde. Ich mache kurz raus und dann mache ich kurz wieder rein. Und er hat sich das gespeichert. Somit ist das auch was für eine Zeitschaltuhr, wenn ihr das von abends 20, 21 Uhr bis 1 Uhr nachts laufen lassen wollt und das tagtäglich über eine Zeitschaltuhr, merkt er sich auch die letzte Einstellung. Dann bedanke ich mich vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich würde mich über einen Daumen hoch freuen, wenn das Video für den ein oder anderen hilfreich war. Ja, auch neue Abonnenten heiße ich herzlich willkommen. Aktiviert gerne die Glocke, ist beides kostenlos. Da verpasst ihr keine weiteren Videos. Und dann wünsche ich eine schöne, dunkle Jahreszeit. Vorweihnachtszeit kann ich ja jetzt im Oktober noch nicht sagen. Aber wie gesagt, es werden noch die ein oder anderen Lichterattraktionen hier auf dem Kanal folgen. Und dann sage ich bis zum nächsten Mal hier auf meinem YouTube-Kanal. Bis dann. Tschüss.